Hey Leute, zu einer anderen Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, wie jede Woche am Dienstag gibt es mal heute wieder die wöchentlichen Leaks zu den wöchentlichen Herausforderungen, die am Donnerstag released werden, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like in der Postwertung und ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ja, let's go! Jede Woche reden wir heute wieder um die wöchentlichen Leaks bzw. die wöchentlichen Challenges, die am Donnerstag released werden, Leute. Ich würde mal sagen, wir beginnen gleich wieder mit dem üblichen Aufbauschema und zwar kommen wir zuerst mal zu den kostenlosen Battle Pass Challenges und dann zu den normalen Battle Pass Challenges. Und ja, wir müssen sagen, wir beginnen gleich mit der ersten Herausforderung und zwar müssen wir hier 500 Headshot-Schaden an Gegner verursachen, Leute. Das ist nicht mal so leicht, aber auch nicht so schwer. Es kommt immer auf den Spieler dran. Die Leute, die eher nicht so gutes Aim haben, haben es vielleicht ein bisschen schwieriger mit dieser Challenge, aber Leute, die wirklich ein Bomben-Aim haben und nur Headshots treffen, die werden sich über die Challenge relativ freuen. Und ja, wie schon gesagt, müsst ihr nur 500 Schaden, also 500 Headshot-Schaden an Gegner verursachen. Und dann habt ihr die Challenge geschafft, Leute. Und falls ihr die Challenge geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bis 500 XP. Dann würde ich mal sagen, kommt gleich mal zur zweiten Challenge. Und zwar müssen wir hier 3000 Ressourcen mit einer Spitzhacke erfarmen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so die schwere Challenge. Einen Baum abzubauen, ein paar Autos abzubauen und weiß nicht, ein paar Steine abzubauen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die schwerste Challenge, die wir je gehabt haben, Leute. Also wie schon gesagt, ihr müsst nur 3000 Ressourcen insgesamt sammeln oder halt abbauen mit einer Spitzhacke. Und ja, falls ihr das geschafft habt, also falls ihr 3000 Ressourcen mit eurer Spitzhacke abgebaut habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann würde ich mal sagen, wir kommen hier mal zur letzten Aufgabe von den kostenlosen Battle Pass Herausforderungen. Und ja, auf jeden Fall ist das wieder eine Sternaufgabe, Leute. Das heißt, hier müsst ihr einen Stern einsammeln. Diesmal ist es ein bisschen anders, also es wurde ein bisschen anders rübergebracht von Epic Games. Also etwas neuere Challenge. Und zwar ist es keine Suche-Zwischenaufgabe oder eine andere, sondern es ist ein Rätsel, das man lösen musste. Und zwar stand hier, suche, wo die Steinköpfe hinschauen. Als erstes wusste ich auch nicht selber, worum geht das eigentlich hier. Nach einer kleinen Recherche bin ich dann drauf gekommen, dass es eben mit den Steinköpfen in Freunden zu tun hat. Und zwar zeigen die ja nicht in irgendeiner Richtung, sondern sie zeigen in eine bestimmte Richtung. Und dann habe ich auf Reddit einen Post gefunden, wo ein User diese Strich oder diesen Blickwinkel eingezeichnet hat, also wo diese Köpfe hinschauen. Und dann hat man gesehen, dass die Mehrheit auf einen Schnittpunkt kommt. Und zwar ist das dieses kleine Häuschen bei Salty, neben diesem anderem kleinen Haus, das was gegenüber vom blauen Haus ist. Und ja, Leute, auf jeden Fall ist dort der Stern. Das heißt, über diesem kleinen Häuschen, was in Salty steht, wird dann der Stern zu finden sein. Den müsst ihr dann einsammeln. Und falls ihr das geschafft habt, bekommt der 10 Sterne bis zu 1000 XP zu diesem Stern. Also wo der genau liegt, werde ich am Donnerstag nochmal ein Video drüber machen. Also eine Lösung. Und ja, schaut auf jeden Fall dann gerne nochmal am Donnerstag bei meinem Kanal vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, sonst würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zu den Herausforderungen vom Battle Pass, Leute. Also viele Leute, die sich einen Battle Pass gekauft haben. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit der ersten. Und zwar müssen wir einfach hier 7 Truhen in Lonely Lodge suchen. Diese Aufgabe hatten wir schon mal. Und in meiner Erinnerung ist es jetzt nicht wirklich die schwerste Aufgabe gewesen, die wir bisher hatten, Leute. Deshalb würde ich mal sagen, dass es jetzt nicht so schwer werden wird, die Truhen in Lonely Lodge zu finden und zu suchen. Also zu suchen und zu finden und zu öffnen, Leute. Und ja, falls ihr das geschafft habt, also falls ihr 7 Truhen in Lonely Lodge geöffnet habt, bekommt ihr 5 Sterne bis zu 500 XP. Und ja, ich muss sagen, kommen wir mal zur zweiten Challenge. Und zwar müssen wir hier 5-mal eine Zeitrenne abschließen. Ich muss es ja vom Englischen aufs Deutsche übersetzen und wusste am Anfang nicht, was sie damit meinen, also Zeitrenne, also davor im Englischen ein bisschen zu übersetzen. Ich bin erst nach einer kleinen Recherche drauf gekommen, dass sie damit so ein Zeitrennen auf der Rennstrecke meinen. Das heißt, man muss im Endeffekt 5-mal einmal die ganze Rennstrecke durchfahren und also ein Zeitrennen absolvieren, Leute. Das ist eben die Aufgabe. Also das 5-mal machen. Man kann es natürlich hintereinander machen. Also man kann mit einem Auto 5-mal 5 Zeitrennen hintereinander abschließen. Gehe ich mal stark davon aus. Und ja, falls ihr diese Zeitrennen geschafft habt, also ob am Donnerstag oder
paar Tage später ist er egal. Und falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Wir kommen nochmal zu den letzten 2 Aufgaben. Und zwar sind das 2 Eliminierungsaufgaben. Das heißt, bei den 2 Aufgaben müssen wir Gegner eliminieren. Bei der ersten Aufgabe, also bei der vorletzten Aufgabe, müssen wir 2 Gegner mit einer Minigun oder mit einem LMG, also mit einem leichten Maschinengewehr, töten. Das ist relativ leicht, da die Minigun doch wahrscheinlich eine der OP-sten Waffen in meinen Augen ist. Sie hat keine Reload-Time und macht auf Headshot 49 Damage, also relativ krass die Waffe. Und ja, natürlich auch das Maschinengewehr, also das leichte Maschinengewehr, also das LMG ist relativ gut, kann man, wenn es kritisch wird, auch statt einer SMG verwenden. Und ja, da müsst ihr, wie schon gesagt, nur 2 Kills machen, also relativ easy. Dann kommen wir mal zur letzten Aufgabe, und zwar kann man das gut mit der vorletzten kombinieren. Und zwar müsst ihr hier in Tilde Towers 3 Gegner eliminieren. Wie schon gesagt, man kann es gut kombinieren, weil du ja in Tilde Towers 2-3 Gegner töten könntest, also zum Beispiel auch mit einem LMG. Das heißt, du könntest 2 Challenges in einer einzigen Runde schaffen, was natürlich mehr krass wäre, Leute. Also wie schon gesagt, müssen wir bei der letzten Aufgabe 3 Gegner in Tilde Towers eliminieren, was auch relativ easy ist, und man kann es gut mit der vorletzten kombinieren. Also einfach ein LMG oder eine Minigun in die Hand nehmen in Tilde Towers und 3 Gegner eliminieren, Leute. Und falls ihr die Aufgabe bestanden habt, egal ob die vorletzte oder letzte, weil es alle beide schwere Challenges sind, bekommt ihr 10 Sterne bis 1000 XP, Leute. Und ja, Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo. Dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden, Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Chibio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along.